Herzlich willkommen bei Grinning Black. Ecke bei mir. Ihr seht noch nicht. Auf jeden Fall habe ich heute eine neue Kameraperspektive. Ich habe heute so viele Themen. Bleib stehen, Junge. Ich habe heute so viele Themen. Ich weiß ja nicht mehr, was ich anfangen soll, Leute. Ganz ehrlich. Fangen wir an. Ich hole mir, habe ein neues Logo gemacht. Es wird jetzt, ist jetzt das feine Logo. Das heißt, es wird kein neues mehr dazu kommen. Und ja, es sieht ganz geil aus. Also ich finde es sehr geil. Und ja. Ich werde es auch wahrscheinlich in dem Video, was ihr jetzt seht, werdet ihr das auf jeden Fall sehen denn. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn nicht, wisst ihr ja, ist mir das auch egal. Denn mir gefällt es ja. Was gibt's noch Neues? Logo gibt's Neues? Oh, ich hab so viel, Herr Dick. Genau, Kameraposition. Ich hab die Facecam, hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Ihr seht jetzt hier vorne dieses Cleane hier alles schön wieder. Jetzt sieht einfach geil aus. Jetzt habe ich eine Cam hier unten rechts ran gemacht. Ich habe mir extra so eine Gabelschelle geholt. Ich hoffe, die hält heute auch die ganze Fahrt aus. Ja, und dann mal sehen. Was habe ich noch? Genau, eine Kevlar Jeans hier. Die ist heute, die verliert heute ihre Jungfräulichkeit in mir. Nee, das war falsch. Warte. Bam! An mir verliert sie heute ihre Jungfräulichkeit. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Sex mit ihr beim Fahren. Nein, natürlich nicht. Wo denkt ihr hin? Ist jugendfrei alles hier. Nee, ist ganz bequem. Cori hat die, soweit ich weiß. Also weiß ich. Marv hat die auch. Ich weiß nicht, die haben eigentlich sau viele, weil die einfach Bombe ist. Die Sitzsuit, muss ich sagen, ist von Louis. Die Highway 1 ist Sitte, ne? Falls das irgendjemand interessiert. Einziger Nachteil, den du merkst, ist, du hast, wie heißt das? Auf dem Ledersitz hier rutsche ich natürlich judo hin und her, ne? Also da muss ich ein bisschen. Da muss ich ein ganz kleines bisschen aufpassen. Weil. Hey, ihr seht es jetzt, ne? Ich bin nicht überhaupt nicht gewohnt, hier hin und her zu rutschen. Und ja, was gibt es sonst neu? Ey, gibt hier so viel. Heute ist der Tag der 9. Ja, genau. Morgen, wenn ich jetzt schaffe, will ich das Video ja morgen hochladen. Habe ich ja in Facebook schon mitgeteilt. Und was ist morgen? Genau! Der Grinning wird ein Jahr älter. Ich habe Geburtstag. Ihr müsst mir nicht schenken. Ich schenke euch ein Video dafür. Wenn ich das bis morgen schaffe. Ich hoffe, mein PC spielt damit. Und ja. Also die Hose ist sehr angenehm. Die wedelt unten so ein bisschen. Aber nicht irgendwie störend oder so. Richtig schön, so eine kleine Duftebrise. Richtig angenehmes Ding. Ja, was habe ich an? Meine Motorradlederjacke einfach nur, weil ich finde, die passt optisch dazu. Meine Stiefel habe ich auch angelassen. Ansonsten habe ich auch nichts. Stimmt, was krieg ich auch Neues? Wer hoffentlich den Moto Vlogi ordentlich verfolgt, der hat immer so eine geiles Outdoor-Tasche an der Seite dran, wo er aussieht wie so ein Marine. An dieser Stelle schönen Gruß, Moto Vlogi, du alter Marine. Man muss das so ein bisschen sagen, sonst kommt das nicht so geil rüber. Habe ich mir jetzt auch bestellt, weil die Bauchtasche ist ja ganz geil. Aber wenn du schon ein bisschen Bauch hast und du hast dann noch eine Bauchtasche, ist das richtig beschissen. Nee, Quatsch, so schlimm ist es nicht. Aber du merkst den einfach den Unterschied, weil sie liegt dir die ganze Zeit auf dem Bein und du hast dann einfach eine dicke Tasche. Ja, was denn, du Pimmelkopf, ey. Das sind hier Vollidioten. Ja, das merkst du eben einfach immer. Warum wieder keine Videos kamen? Bleib das nächste Ding. Das wird hier heute Blitze, Ratze, abgezogen, das Ding. Ja, warum kamen keine Videos? Weil das Wetter nicht mitgespielt hat. Ihr wisst ja, ich bin Schönwetterfahrer. Und die hat jetzt hier einmal den puren, ich nenne es mal den Monsun gesehen. Und das war einfach scheiße. Ey, das Motorrad sah aus, wie als wenn er in einer Gegend gekackt hat. So hat Heik noch nicht gesehen. Miste, dreckig wie Sau. Total matt alles. Stellen, die nicht mal matt sind, waren matt. Ey, ich hätte kotzen können. Was ist noch neu? Ölschaufenster habe ich auch neu jetzt.
Das sieht wieder. Dufte ist das wieder. Das sieht richtig gut aus. Also bombastische Ding, sag ich euch. Ständer. Mein Ständer ist auch neu. Na, eine kurze Denkpause für die Leute, die wieder sexistisch denken. Wir reden hier, wir sind hier, ist ein Moto-Vlog, ja, Leute? Nicht hier wieder ein Sex-Vlog oder sowas. Ich erzähle hier nicht über Bumsen und Ficken, Beischlaf und biologischen Kontakt und Bienchen und Blümchen, ne? Wenn ich Ständer sage, meine ich das Ding da unten, was die Kiste hier im Lot hält. Der ist auch neu. Warum ist der neu? Der war vorher scheiße. Ist zwar der gleiche Ständer, aber ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, so viel ungefähr gekürzt, also ich sag mal einen Zentimeter gekürzt. Und ja, sie steht einfach jetzt wieder mal einen Tick anders. Sie steht jetzt mehr in dem Ständer drinne, weil das Gewicht ja mehr auf dem Ständer jetzt liegt, dadurch, dass er kürzer ist. Ist ja klar, ist die Neigung ja anders. Aber ich habe viel mehr Auflagefläche. Weil ich habe zu dem Bikebauer gesagt, ich so, du, Jan, das muss anders. Die ist mir umgekippt, ne, weil der Ständer mal eben ratzfatz eingezogen ist. Wie ein Klappmesser vom Nachbarn nebenan. Mir ist nicht eingefallen. Oh, ich bin so aufgeregt, wisst ihr, das ist wieder. Oh, herrlich ist sie wieder, herrlich! Vor allen Dingen, weil ich die Kamera hier auch nicht mehr habe. Ich habe ja vorher hier diesen fetten Klumpen gehabt. Was genau? Ich werde jetzt Videos immer machen, die so ein bisschen einschneide. Mal kommt die Perspektive, dann kommt ditte unten die Perspektive, ne, und wieder zurück und immer hin und her so ein bisschen. Deshalb kann es auch mal sein, dass ihr dann die Gestikulierung nicht seht. Entschuldigt dafür, aber ich will keinen Facecam-Rahmen mehr haben. Irgendwie. Es ist zwar cool und viele finden das ganz nice, so zu sehen, wo der Typ hinglotzt und so, weil dadurch, dass ich ja die Kamera um den Bauch habe, oder um die Brust besser gesagt, seht ihr ja nicht, wo ich hingucke. Und so seht ihr, okay, jetzt hat er gerade noch da geguckt, kann ich mal gucken, was war da oder so. Das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall. Jetzt seht ihr, ich habe sie jetzt so eingestellt, dass ihr theoretisch die Hälfte von meinem Körper seht, plus ein Stückchen, was hinter mir ist. Weil ich das ganz geil fand bei einigen, die haben das auch noch unten am Rahmen. Nur das Problem ist, ich habe hier so wenig Rohre dran, um die Kamera da wirklich perfekt anzuordnen irgendwo. Ja, was ist noch? Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's, Leute. Weil wenn ich jetzt hier wieder in dem Redefluss bin, ihr wisst es. Was ist dann genau? Der hört nicht mehr auf zu quatschen. Ich kann euch nicht mal sagen, ob die Sonne weg ist, weil ich hier wieder die Doppelverdunkelung habe. Oh nee, ist das hell, ekelhaft. Mal über die Brille schielen hier. Ja. Ich werde gleich noch ein Video aufnehmen. Aber mit Musik wahrscheinlich denn. Wo ich einfach nur so ein bisschen rumcruisen werde, weil ich fahre jetzt mit Integralhelm und ich bin neuerdings auf dem Trip, ich muss mit dem Jethelm fahren. Ich nehme meinen Vlog auf, weil ich das will für euch und weil ich das geil finde, einfach mal euch wieder voll zu labern. Aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, ich muss jetzt neuerdings laufen mit Integralhelm fahren. Also ich ziehe mir neuerdings den Jethelm vor. Ist einfach so. Es sieht geiler aus, es ist geiler. Und das ist, oh Alter, 1,35,9. Hab ich schon gesagt? Ich glaube ja. Das heißt, ich werde jetzt hier eine kleine Runde drehen, Leute. Ich werde sozusagen einfach nur so eine kleine Fahrrunde hier haben. Ich sag ja, die Straße ist für euch immer dasselbe. Ich hoffe, wenn ich in Düsseldorf bin, werdet ihr auf eine, ich hoffe nicht, ihr werdet andere Straßen sehen. Ihr werdet öfters mal was mit Fidschi on Tour sehen. Weil ist ja nun mal mein, wie wir immer sagen, Brudi. Mein Biker-Brudi. Und schöne Grüße an dieser Stelle. An dich, Dicker. Und ja. Ihr werdet dann einfach eben viele Videos damit sehen. Und dann muss man mal gucken. Vielleicht baut die Kamera dann auch die Ene hier bei ihm an. Oder er hat bis dahin Ene. Wir wollten noch mal gucken wegen dem Senna an dem Jethelm ranbauen, aber erstmal warten. Alle keine Eile, weil ich habe an meinem Jethelm auch keinen Senna dran, will ich auch nicht, weil manchmal brauche ich einfach das ruhige Fahren.
einfach den Wind mir um die Fresse wedeln lasse und einfach, na, ich will nicht sagen Affen mache, aber einfach mal entspannt hier rumkruse oder mal ein bisschen BAM! Ach, geil! Oder mal einfach mal ein bisschen heize. Also heize in Anführungsstriche, ist ja hier mit dem Motorrad nicht so, ja, was ist denn los hier, Leute? Ihr dürft hier 70 wieder fahren. Ist mal schön, wenn die Leute das rechte Pedal nicht finden. Mein Baby ist hier am ruckeln. Ja, schönen Grüßen den Flori. Freund der Sonne. Hat er sich ein bisschen erschrocken wahrscheinlich, dass ich hier Motorradfahrer bin. Warum erschreckst du dich, mein Junge? Ich bin es doch nur, der Grinning. Black! Black! Ja, ich weiß, ich dreh schon wieder durch. Ich weiß auch nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich werde den gleich stoppen, dass ihr hier nicht wieder 30 Minuten Video euch reinziehen müsst. Also Leute, mit dieser wunderschönen Aussicht hier sage ich, reingehauen. Und da lasst mir doch mal eure Kommentare oder beziehungsweise schreibt doch mal was rein, was ihr haltet dann von dem neuen Logo und was es eben alles neue gibt. Meine geile Kevlar-Buchse und ja, das könnt ihr mir ja mal mitteilen. Ich muss euch gleich noch was verraten, das muss ich leider in diesem Video noch machen, weil ich ja auf dem Jethelm keinen Sound habe. Und das bringt euch ja nichts, wenn ich euch das zeige, aber ihr nicht wisst, was er jetzt gesagt hat. Aber das, ich möchte nicht zu viel verraten, Leute. Aber ich bitte um Stillschweigen. Das ist noch ein bisschen geheim, ist das noch. Weil das darf einfach nicht jeder wissen, Leute. Ich weiß, das ist hier YouTube. Das wird hier jetzt sehen ein paar, aber nicht so viele. In diesem Sinne sage ich auch schon mal nochmal herzlichen Dank an 194 Abonnenten. Ihr seid geil und ich freue mich da richtig drüber, wo andere sagen, 194, die habe ich ja schon an einem Tag gehabt. Ja, schön. Ich nicht. Und ich freue mich trotzdem, weil das einfach geil ist. Pornö ist das. Pornö. Und ja, hinter mir ist der Typ hier, überhol mal. Und ist eben sehr geil einfach. Ja, ich habe ihn gerade vorher fahren lassen, weil er mir auf den Sack geht. Kannst du halt immer, wenn Leute hinter dir rumjuckeln und dich schon dein Nummernschild sauber machen mit ihrer Zahnbürste, weil sie dir so dran kleben. Auf jeden Fall muss ich gleich gucken, wo ich anhalten kann. Und dann zeige ich euch das Geheimnis. Aber ihr dürft es nicht verraten, Leute. Ich kann es auch mal so machen. Eventuell sieht man das. Und jetzt sieht man es. Eventuell hat man sie sehen. Ich steige gleich mal kurz ab, weil ich bin nämlich Superman. Eigentlich wollte ich das nie verraten, weil ich komme einfach mit diesem Trubel nicht klar, wisst ihr? Weil wenn die Leute wissen würden, wer ich bin, oder das realisieren würden, dass ich Superman bin, ja, oder der Super Flori in der Hinsicht, oder auch besser gesagt der Super Grinning Black, denn ja, dann kommen die Aufträgerinnen da, rette mal da die arme junge Frau aus ihrem Haus und ja Leute, da habe ich keine Zeit mehr für euch, das geht einfach nicht. Mann, warum kann ich denn hier noch so anhalten? Was regt mir auf, wa? Letzte Kackerdorf hier überall. Oh, da bin ich ein bisschen gerutscht gerade. Also die Schelle sieht noch stabil aus. Sieht auf jeden Fall noch stabil aus. Ich muss gleich glotzen, Leute, ob ich hier irgendwo anhalten kann. Weil das sieht hier ja nicht danach aus. Aber nicht mal so ein bisschen sieht es danach aus. Was ist das? Ah, da kann ich auch nicht anhalten. Dann leg mir gleich auf die Fresse. Ich werde das wahrscheinlich cutten, denn. Aber wie ihr mich kennt, ich bin jetzt faul zu cutten. Ich werde das so lassen. Und dann werde ich ich werde hier einfach links jetzt ranfahren. Hier rechts ranfahren. So Leute, ich zeige euch jetzt das Geheimnis. Ich hoffe, ihr seht es. Ich bin Superman. Aber behaltet es für euch. Ich darf das nämlich nicht verraten. So, also, an dieser Stelle wünsche ich euch was. Haut da rein, ne?